Die deutsche Kreisliga. Sie ist bekannt und berüchtigt und das, wie ihr sicherlich wisst, nicht unbedingt für unglaublich gute Spielzüge. Lustige Momente, aber auch Pannen und krasse Fails stehen dort auf der Tagesordnung. Deswegen zeigen wir euch heute 25 der krassesten Kreisliga-Fails, die es je gegeben hat. Euch erwarten ein legendäres Meme, ein Spiel in meterhohem Schnee und sogar ein Typ, der aus Versehen den Schiedsrichter umrannte. Also bleibt dran, denn es wird auf jeden Fall sehenswert. Fangen wir direkt an mit diesem Clip. Während diesem Spiel begann eine richtige Prügelei, als der Torwart den Ball nicht aushändigen wollte. Sogar das Tor wurde dabei zerstört. Als dieser Typ nur leicht von der Seite berührt wurde, warf er sich auf einmal unbegründet auf den Boden. Was er sich dabei gedacht hat, bleibt rätselhaft. Aus der Kreisliga erwartet man ja normalerweise keine heftigen Tore. Dieser Typ beweist aber, dass der Niveauunterschied zu den Profis manchmal gar nicht so groß ist. Vielleicht kann er nach dieser Aktion ja sogar auf einen Profivertrag hoffen. Auch bei diesem Amateurspiel war ausnahmsweise mal ein richtiger Profi zu Gast. Wer hätte gedacht, dass er so einen kranken Moment mal am Rande eines Amateurspiels erleben würde? Vom wohl krassesten Tor zum eindeutig schlimmsten Eigentor. Zumindest hatte dieser Torwart nicht den vollen Überblick. Jetzt zu einem ziemlich lustigen Interview, was viele von euch bestimmt schon mal gesehen haben, nämlich das mit dem legendären Walter Frosch. Es geht seit mehr als 10 Jahren viral und wurde super schnell zum Meme. Zum einen wegen dem Trainer, der andeutete, dass Walter nicht der beste Spieler in seinem Team ist, und zum anderen hatte Walter etwas sehr Unerwartetes in seiner Socke versteckt. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Spiel? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. Wie konnte man dieses Tor hier eigentlich verpassen? Hoffen wir nur, dass der Spieler danach nicht direkt aus dem Verein geschmissen wurde. Vice Conte, buca anche Vice Conte, non ci credo. Yelpo, vino di ballo, via, via, deposto il pallone. No, traversa, attenzione al Covid, alto, alto, non ci credo. Hier urteilte der Schiedsrichter klar. Ball gespielt. War ja auch gar nicht extra, sondern voll aus Versehen dieser Tritt gegen Schienbein. Monisch. Da soll ungetwijfeld ein Stückchen Frustration bei sitzen, aber das reagiert natürlich nicht auf so eine Manier ab. Wenigstens sah der Typ ein, dass das falsch war und half dem Gefaulten wieder hoch. Alles kann er bei Remmerswahl doch noch ein Handchen vanaf. Und bleibt auch bei ein Standchen von der Scheidsrichter. Nachdem dieser Mann bei einem Spiel in der Kreisliga C hier schon mehrere Bier-Intos hatte, machte er sich direkt auf den Weg und stahl den Ball, und das nicht zur Freude der Spieler oder der Securities. Rache ist süß, das dachte sich auch dieser Spieler und lockte mit voller Absicht einen aus dem gegnerischen Team um, nachdem er vorher leicht gefoult wurde. Eine mies unkorrekte Aktion. So eine Abseitssituation wie diese hier habt ihr bestimmt noch nicht gesehen. Schaut euch mal die Reaktion des Linienrichters an. Das hier ist zwar nicht Kreisliga, aber in Indien haben es diese Fußballer nicht leicht. Ihr Platz ist wegen der starken Monsunregenfälle das halbe Jahr lang überflutet. Jeder normale Mensch würde sich eine andere Sportart suchen, aber diese Typen haben einfach kurzerhand eine neue Sportart erfunden. Matschfußball. Ungefähr das gleiche Problem haben diese Russen. Nur, dass bei ihnen kein Matsch auf dem Platz liegt, sondern teilweise meterhoher Schnee. Da zu spielen ist echt das beste Workout. Besser als jedes Fußballspiel unter normalen Bedingungen.
Ein echt kurioser Fail passierte diesem Dude, als er aus Versehen den Schiedsrichter umrannte. Wenn ihm die rote Karte nicht sicher war, dann wissen wir auch nicht mehr weiter. Richtig unvorteilhaft wird es dann, wenn man seinen eigenen Teamkollegen umnockt. In diesem Moment galt bei dem Spieler in Rot aber Gehirn aus, Grätschmodus an. Nun zwei heftige Torwartmomente, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Einer ist aus einer Profiliga und einer aus dem Amateurspiel. Mal gucken, ob ihr erratet, welcher welcher ist. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Knapp daneben ist auch vorbei. Das gilt auch für diesen aufstrebenden Star am Fußballhimmel. Aber sagen wir mal so, für eine Anstellung als Profispieler reicht es dann doch nicht so ganz. Sowas sollte diesem Spieler am besten nicht allzu häufig passieren, sonst würde er selbst aus dem schlechtesten aller Vereine gekickt werden. Die Mannschaft in Blau hat sich eine ausgeklügelte Taktik einfallen lassen, um kein Tor zu kassieren. In diesem Moment ist die sogar aufgegangen. Hier war der Schiedsrichter wohl nicht sehr gut gelaunt, als er dem roten Team 7 rote Karten in einem Spiel gab. Sogar der Trainer hat eine bekommen. So eine Leistung kann sich wirklich sehen lassen, aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Diese Mannschaft hier war ganz normal am Spielen, als hinter ihnen auf einmal ein Atomkraftwerk einstürzte. Keine Sorge, es war natürlich eine kontrollierte Sprengung. Für krasse Bilder sorgte die Aktion aber trotzdem. Sowas scheint übrigens im Amateurfußball öfter mal vorzukommen, wie dieser Spieler beweist. Doch alle Vereinsfußballer, die sich ungerecht behandelt fühlen, können wir mit diesem letzten Clip trösten. Bei den Profis läuft es manchmal auch nicht besser. Dieser Spieler hätte eigentlich den Ball nicht mal mehr berühren müssen und er wäre ins Tor gegangen. Er entschied sich dagegen, mit fatalen Folgen. Und das war's auch schon mit 25 der heftigsten Kreisliga-Momente aller Zeiten. Gebt dem Video gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat und abonniert diesen Kanal für mehr sehenswerten Content. Schaut euch außerdem auch noch gerne diese beiden weiteren sehr interessanten Videos an. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.